Hallo, da bin ich wieder. Ah, hallo. Ich denke, hier habe ich, was Sie suchen. Prächtig. Ausgezeichnete Arbeit, Martha. Dafür wird sich Ihr Bankkonto auf eine schöne Einzahlung freuen können. Vielen Dank. Möchten Sie wissen, was das Zustandekommen der Allianz verhindert? Haben Sie die Geheimdokumente denn gelesen? Das ergab sich zwangsläufig. Wie Sie schon richtig vermuteten, arbeiten die Franzosen an einer Waffe, mit der sie hoffen, eine deutsche Invasion aufhalten zu können. Und was für eine wäre das? Es werden keine Einzelheiten genannt. Ich weiß nur, dass sie damit ihre Feinde in Angst und Schrecken versetzen wollen. Dann müssen ihre Fotos wirklich außerordentlich interessant sein. Mein Kunde wird entzückt sein. Da ist noch etwas. Kennen Sie einen Kapitän Georges Ladoux? Möglicherweise. Irgend so ein unbedeutender Offizier der Spionageabwehr, glaube ich. Aber sicher bin ich mir nicht. Nun, für den arbeite ich jetzt auch. Guter Gott! Was will er denn von Ihnen? Ich wurde verhaftet und man hat mir gedroht. Ich soll ein deutsches Vorhaben aufdecken, das Jules Verne-Projekt. Nun ja, ich denke, nur zu. Tun Sie das. Und ich hatte gehofft, Sie würden sagen, ich hole Sie aus diesem Schlamassel heraus. Das geht nicht so ohne weiteres. Kopf hoch! Das ist besser, als ich es mir je habe träumen lassen. Auf diese Weise haben wir enge Beziehungen zu beiden Seiten. Heute habe ich eine schwierige Mission zum Abschluss gebracht und ich bin sehr erleichtert, sie durchgestanden zu haben. Oskar glaubt, die Welt würde jetzt besser werden. Wer weiß. Ich bin jetzt zwar reicher, aber nicht wirklich viel klüger. Taxi? Wohin soll's denn gehen, Madame? Zum Bahnhof, bitte. Jawohl! Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte eine Fahrkarte nach Berlin, bitte. Oh nein, einer der Bahnhöfe scheint außer Betrieb. Ein Unfall vielleicht oder gar Sabotage? Was auch immer nun der Grund sein mag, ich werde meine Reise ohne diese Station fortsetzen müssen. Ein öffentliches Telefon und ein Schild. Da steht defekt. Ein Schaltschrank, wahrscheinlich für die Uhr.
Hallo. Hallo. Ich sehe, Sie wollen verreisen. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Wenn Sie feindlichen Agenten aus dem Weg gehen wollen, dann fragen Sie nach einem Billett für den Berliner Adler. Oh, vielen Dank. Natürlich ist das nicht sehr aufregend, denn so haben Sie keine Möglichkeit, Ihr spezielles berufliches Geschick zu verbessern. Wenn Sie also abenteuerlustig sind, ignorieren Sie meinen Rat einfach. Ich verstehe. Weniger Geschick, dafür mehr Sicherheit. Hören Sie sich ruhig um. Einige meiner Kollegen kennen vielleicht noch andere sichere Routen. Ich werde daran denken. Taxi? Wohin soll's denn gehen, Fräulein? Verzeihen Sie, das war mein Fehler. Ich schnappe einfach ein wenig frische Luft. Das Offizierscasino. Guten Abend. Guten Abend, Fräulein. Ist hier das Offizierscasino? Ja, das ist es. Haben Sie eine Einladung? Alles in Ordnung. Gehen Sie nur hinein. Hallo, junge Dame. Wie schön, Sie heute Abend hier in unserer Mitte zu sehen. Ja, es ist mir wirklich eine Ehre. Junge Damen haben wir hier nicht sehr oft. Hier trifft man meist nur Militärs, die sich über die Kavallerie, Säbel, Repetiergewehre, Nachladezeiten, Verwundetenzahlen und all solche Sachen unterhalten. Aber das ist doch sehr faszinierend. Natürlich tun wir alle unsere Pflicht, um Damen wie Sie vor den Unbilden des Krieges zu schützen. Plünderungen und Vergewaltigungen und so weiter. Sie verstehen schon. Sicher. Und dafür bin ich auch überaus dankbar. Würden Sie mich bitte entschuldigen? Oh, aber selbstverständlich. Da schwatze ich und schwatze und Sie suchen nach etwas Essbarem. Dort drüben. Was für ein Schwätzer. Solange er da ist, bekomme ich nichts Interessantes zu hören. Sie hatten wohl genug von Ihrem schwatzhaften Freund, wie? Oh je, war ich denn so grob? Nun ja, ohne ihn ist es bedeutend ruhiger. Und vielleicht haben wir ja Glück. Manchmal beordert ihn seine Frau nach Hause wie ein folgsames kleines Hündchen. Das ist aber reichlich peinlich. Sie ruft unseren Butler an und der überbringt ihm dann die Nachricht. Sie sollten mal sehen, wie er dann wortlos sofort nach Hause zur Mama rennt. Wie ein gehorsamer kleiner Schuljunge. Lieber Himmel, wie heißt der arme Mann? Graf Baumann. Hallo? Ist dort das Offizierscasino? Ist Graf Baumann bei Ihnen? Sie nennen ihn Ferdi? Ausgesprochen vertraulich. Also wirklich, ich muss schon sagen.
Ja, also schicken Sie ihn umgehend nach Hause. Sagen Sie ihm, seine Frau habe das Abendessen fertig. Und sollte es kalt werden, dann wird auch sie ihm die kalte Schulter zeigen. Wie schön, Sie wiederzusehen, mein Fräulein. Ich höre immer nur wirres Gerede über nicht-ballistische Waffen, was immer das auch sein soll. Also wirklich, diese Franzosen. Wir können die Gerüchte nicht einfach so abtun. Schließlich haben wir unsere Geheimnisse und Sie die Ihren. Wo wir gerade von den Franzosen sprechen, wie geht es unserem Freund Vern dieser Tage? Nicht sehr gut. Hat sich letzte Woche den Hals gebrochen. Mein Gott, ist es denn sehr schlimm? Statische Probleme. Metallermüdung, Risse im Stahl. Absolut furchtbar. Ja, ja, diese Legierungen. Wirklich interessant. Das kann ich bestimmt irgendwie verwerten. Sieh da! Einen Augenblick mal. Aber Martha, das sind ja Sie! Auf Ihre Einladung hin, Major. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Jetzt, wo ich Sie hier sehe, ganz sicher. Das hier ist mein Freund Oberst Holz. Manfred, darf ich dir Martha Hari vorstellen? Enchanté, Monsieur. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Was hast du da nur für ein entzückendes Schmuckstück in unser trostloses kleines Casino gebracht, Arnold? Ich bin ganz sprachlos, Martha. Ihr Besuch kommt so unerwartet. Was führt Sie denn nach Berlin? Ein paar geschäftliche Angelegenheiten. Und Sie? Tatsächlich? Verzeihen Sie bitte, ich wollte nicht unhöflich sein. Manfred und ich, wir fachsimpeln ein wenig. Das ist leider eher langweilig. Bitte fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Und greifen Sie bei Wein und Essen schon mal zu. Vielen Dank. Ich hatte bereits eine Kostprobe Ihres exzellenten Buffets. Darf ich Ihnen mal etwas verraten? Es geht das Gerücht um, das Jules Verne-Projekt sei in ernsthaften Schwierigkeiten. Wie bitte? Statikprobleme, oder wie sagt man dazu? Metallermüdung? Risse im Stahl? Gute Frau, wovon reden Sie da? Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Sie sind eine Frau. Was in aller Welt verstehen Sie schon von Metallurgie? Nicht sehr viel, aber ich bin eine bekannte Tänzerin. Ich treffe wichtige Persönlichkeiten und habe interessante Freunde. Einige davon reden zu viel. Andere, wie zum Beispiel Marie Curie, verstehen etwas von Chemie. Dann haben Sie in der Tat interessante Freunde. Und Sie selbst sind noch weitaus interessanter, als ich es je vermutet hätte. Sagen Sie, sind Sie eine Spionin? Das hätten Sie wohl gern. Gut, gut. Kommen wir also direkt zum Geschäft. Das Jules Verne-Projekt steckt in der Krise. Wir brauchen besseren Stahl. Und ich würde gerne etwas über die neue französische Herstellungsmethode erfahren. Man nennt sie das Dumoulier-Verfahren. Das Dumoulier-Verfahren? Ich vermute, Sie haben schon einen Auftrag, aber das ist eigentlich gleichgültig. Bringen Sie mir Einzelheiten dazu und ich zahle Ihnen gutes Geld. Ich werde sehen, was ich tun kann.
Taxi? Wohin soll's denn gehen, Fräulein? Zum Bahnhof Spandau, bitte. Dann mal los! Hallo. Welches Fahrziel? Ich möchte eine Fahrkarte nach Paris, bitte. Verzeihen Sie? Ich grüße Sie. Ich mache mir Sorgen um die Reisemöglichkeiten. Es scheint, als seien überall feindliche Agenten. Man sagte mir, Sie hätten vielleicht eine bessere Idee. Nun, wenn Sie schnell, sicher, aber wenig aufregend nach Paris reisen wollen, dann versuchen Sie es einmal mit dem Express. Vielen Dank. Taxi? Wohin soll's denn gehen, Madame? Zu Madame Curies Laboratorium, bitte. Jawohl. Hallo, Madame Curie. Martha Hari, wie schön, Sie zu sehen. Sie haben meinen Brief also erhalten. Hat Ihnen mein Rat denn geholfen? Verzeihen Sie, aber ich bin gerade mitten in einem Experiment und muss mich konzentrieren, bis es beendet ist. Wenn ich Sie störe, dann... Nein, nein, Sie können mir sogar helfen. Finden Sie schnell das Magnesium. Merkwürdiges Pulver. Wer weiß, was das ist? Dieses Zeug leuchtet irgendwie.
Ob das wohl Madame Curies berühmtes Radium ist? Das Ding ist ganz weich und da sind verkleinerte Pflanzenfasern drin. Vielleicht Tabak? Hydrobenzol. Was um Himmels Willen? Kleine Kristalle, wie die von Tafelsalz. Eine klare Flüssigkeit mit einem Giftzeichen darauf. Pottasche. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich weiß nur nicht mehr warum. Riecht sauer und kommt mir irgendwie bekannt vor. Madame? Magnesiumsalz, meine Liebe. Die Reaktion hat begonnen. Hier, das ist es, glaube ich. Très bien. Und jetzt bringen Sie mir etwas Vitriol. Könnte das hier Vitriol sein? Ja, Schwefelsäure und Vitriol sind dasselbe. Und genau das, was ich brauche. Oh gut, dann haben Sie jetzt Zeit für einen kleinen Plausch. Oui, pardon, ich wollte sagen nein. Ich brauche noch die Reagenzien. Reichen Sie mir bitte den Salpeter? Wie bitte? St. Peter? Salpeter tut's gut. Irgendwo habe ich das hier schon gelesen. Machen Sie Schießpulver? Lieber Himmel, nein! Ach, na bitte. Jetzt sind wir soweit und ich kann ein wenig entspannen. Ich untersuche heute die Eigenschaften von Radium. Wussten Sie, dass es Strahlen abgibt, die solide Gegenstände durchdringen können? Genau wie Röntgens X-Strahlen. Das klingt sehr mysteriös. Das ist es auch. Ach, die Natur ist schon seltsam. Aber was kann ich für Sie tun? Wie kann ich meine Schuld Ihnen gegenüber begleichen? Da gibt es vielleicht etwas. Einer meiner Bekannten interessiert sich für das Dumoulin-Verfahren, was auch immer das sein mag. Haben Sie eine Vorstellung davon? Von solchen Dingen habe ich leider nicht viel Ahnung, aber vielleicht Jack, mein neuer Liebhaber. Er ist einfach hinreißend. Kommen Sie, ich mache Sie miteinander bekannt. Mata Hari, Jacques Brunel. Enchanté, Mademoiselle. Marie hat in den höchsten Tönen über Sie gesprochen. Und jetzt verstehe ich auch, warum. Vielen Dank. Haben Sie vielleicht zufällig schon einmal vom Dumoulin-Verfahren gehört? Wie es der Zufall will, ja. Mein Spezialgebiet ist die organische Chemie. Aber die Regierung hat mich damit beauftragt, herauszufinden, wie organische Methoden auf industrielle Prozesse angewendet werden können. Was ist mit dem Dumoulin-Verfahren? Ich brauche Einzelheiten darüber. Nun, ich musste schwören, niemandem davon zu erzählen.
Noch nicht einmal einer Freundin von Marie? Natürlich habe ich Notizen gemacht. Hier in diesem Buch ist alles mit Eisenoxidtinte detailliert aufgeschrieben und fest verschlossen. Ich verstehe. Tut mir leid, das ist Staatsgeheimnis. Passen Sie auf. Alles hier ist entweder gefährlich oder aber sehr zerbrechlich. Nehmen Sie bitte die Finger da weg. Ich könnte Sie wohl nicht davon überzeugen, Ihre Meinung zu ändern, oder? Das Buch ist und bleibt verschlossen und den Schlüssel trage ich immer bei mir. Vielleicht sollte ich ja mein eigenes Experiment durchführen. Hey, das blubbert ja. Oh oh. Was haben Sie da nur angestellt, Martha? Ein Experiment. Ist wohl fehlgeschlagen. Jack! Jack, Hilfe! Hilf mir beim Saubermachen. Das ist ja schrecklich. Das war mein Tee. Was für ein Schlamassel. Und gerade jetzt habe ich solchen Durst. Wo gehst du denn hin? Ich muss Tee kaufen. Diese Chemikalie ist lebenswichtig für mich. Ohne sie kann ich nicht arbeiten. Verschlossen oder nicht? Vielleicht kann ich die Notizen ja fotografieren. Aha. Radium sendet Strahlen aus, die die soliden Buchdeckel glatt durchdringen. Hoffentlich sind da jetzt die Aufzeichnungen auf der Platte. Ich muss sie sichtbar machen. Unmöglich. Es ist abgeschlossen und absolut nicht aufzukriegen. Vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit, an die Aufzeichnungen heranzukommen. Bitte. Die Abdeckung der Platte ist durchgeweicht. Jetzt aufmachen und nachsehen, was wir da haben. Oh oh, es entwickelt noch. Bald ist die ganze Platte schwarz. Ich brauche eine andere Chemikalie, um den Prozess aufzuhalten. Na bitte, das hat die Reaktion unterbrochen. Und da, man kann die Dumoulier-Details sehen. Eisen, natürlich. Und Carbon, 0,5%. 3,5% Nickel. Chrom, 1,5%. Mein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen.
Taxi? Wohin soll's denn gehen, Madame? Zum Gare du Nord, bitte. Jawohl.